Ja, ich begrüße die Teilnehmenden des Fachkongresses und bedanke mich ganz besonders beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, das so viel gemacht hat und eben jetzt auch diesen Fachkongress organisiert. Ich kann nicht dabei sein, ich bin in Urlaub mit meinen Enkeln, Skifahren. Das haben die und ich auch mal verdient. Ich habe in den letzten Monaten viel gelernt. Zum Beispiel, dass der Paragraph 219a uns sehr viel weggenommen hat. Die Sprache, die Bilder, die Informationsfreiheit. Wir sind immer weiter in den Rückzug gegangen. Also ich persönlich habe das sehr wahrgenommen, dass ich das getan habe. Und jetzt sind wir dabei und gehen nach vorne. Und das ist auch gut so. Wie auch immer die Politik entscheidet, ob er abgeschafft wird oder verändert wird, das Informationsrecht für Frauen kommt, wie Ärztinnen und Ärzte werden informieren dürfen. Und es wird sachliche Informationen ins Internet kommen. Wir überlassen nicht mehr den sogenannten Abtreibungsgegnern das Feld, die so verletzend, diffamierend einfach unmöglich sind. Und ich träume jetzt davon, dass überall in Deutschland Frauen sich informieren können, wo sie hingehen können für einen Schwangerschaftsabbruch, dass sie alle Methoden haben, den medikamentösen Abbruch, den chirurgischen, mit örtlicher Betäubung, mit Vollnarkose, dass es nicht mehr passiert, dass irgendwo in Deutschland noch jemand eine Ausschabung macht, was seit 30 Jahren obsolet ist. Ich träume davon, dass der Lebensschutz verwirklicht wird, dass wir Kinder in die Welt setzen können, die nicht von einer Atombombe von irgendeinem Despoten hochgeht. Ich träume davon, dass Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln haben, dass sie die Schwangerschaften austragen können, die sie möchten, und die Schwangerschaften abtreiben können, die sie nicht möchten. Und das ist die Zukunft, und was auch immer jetzt passieren wird in naher Zukunft, diese Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten. Das Frauenwahlrecht ist auch irgendwann gekommen und die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch wird auch kommen. Viel Erfolg beim Kongress!